Bei einem Unternehmen bewerben sich A. ein 50-jähriger Hartz-IV-Empfänger, B. eine junge, dynamische Mitarbeiterin mit Hochschulabschluss, C. eine alleinstehende Mutter mit zwei Kindern. Um eine Wohnung in begehrter Innenstadtlage bemühen sich A. eine Familie mit Migrationshintergrund, B. ein Paar mit geregeltem Einkommen, C. eine Rollstuhlfahrerin. Was glauben Sie? Wer wird genommen? Es gibt Menschen, die aus ihren Stadtteilen wegziehen müssen, weil die Mieten zu teuer für sie werden. Oder die gar nicht erst eine Wohnung bekommen, weil sie Öztürk oder Salit heißen. Wir reden über Ungerechtigkeiten und Unsicherheiten. Über den Ausschluss von Menschen aus großen Bereichen der Gesellschaft. Die Soziologie nennt das Exklusion. Wenn wir über Exklusion reden, dann reden wir von Kindern, die kein Geld für Fußballschuhe oder die Klassenfahrt haben. Jungen Migrantinnen und Migranten mit Hauptschulabschluss, die eine geringere Aussicht auf eine Ausbildung haben. Kindern, deren Talente nicht ausreichend gefördert werden. Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern, die ständig auf schmale Türen, Treppen oder Kopfsteinpflaster stoßen. Frauen, denen trotz besserer Qualifikation der Chefinnenstuhl verwehrt bleibt. Minijobbern und Hartz-IV-Aufstockern, die nicht von ihrem Lohn leben können. Oder von Menschen, für die Politik nicht mehr verständlich und beeinflussbar ist. Wir reden nicht mehr nur von oben und unten, arm und reich, sondern auch von denen, die Teil unseres Miteinanders sind oder eben nicht. Wir reden von denen, die keinen Zugang zu sozialer und politischer Teilhabe haben. Wer ist drinnen? Wer bleibt eigentlich draußen? Wie können wir dafür sorgen, dass jede und jeder seine Chance erhält, unabhängig von dem, was jemand hat und woher jemand kommt? Inklusion steht für die Idee, dass niemand in unserer Gesellschaft ausgegrenzt wird. Jede und jeder soll dabei sein. Wir wollen eine gerechtere Gesellschaft und ein soziales Miteinander. Inklusion steht für gleiche Chancen. Das ist unser Ziel. Hochinklusiv. Zusammenhalt einer vielfältigen Gesellschaft.